was man hier hört, das ist die Kette, die die Fähre ans andere Ufer zieht. Ach, so schön hier. Ja. Man die Fähre noch mal und ich bin jetzt in Küstritz. Hier wäre auch eine Übernachtungsmöglichkeit. Das ist der Campingplatz am Havelbogen. Campingplatz Engler. Jetzt nach Banitz. Sehen können. Aber meine Augen haben sie wahrgenommen. Thank you.
Kremnitz habe ich jetzt hinter mich gelassen. Und es geht nach Mögeln. Richtung Rathenow. Später was dazu einblenden, was die Geschichte dieser Optikerstadt, wie sie auch genannt wird, beinhaltet. Ich verlasse jetzt Rathenow, die Stadt der Optik. Diesen Zusatznamen Stadt der Optik hat verdankt Rathenow ja einem Theologiestudenten. Der hat sich mit der Glasschleiferei beschäftigt und hat eine Maschine erfunden, mit der man, oder damit konnte man Brillengläser schleifen. Ja, so ist Rathenow zu seinem Namen Stadt der Optik gekommen. Und ich fahre jetzt Richtung Semlin.
Reinhard. Wassersuppe. Mit einer hübschen Kirche. Und es geht weiter. Der nächste Ort ist Witzke. Also hier auf dieser Wiese kann man so viele Tiere beobachten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Durch dieses hohe Gras können die sich so gut verstecken. Ich habe jetzt 3 Kraniche gesehen, Wildgänse, Enten. Also durch Witzke bin ich jetzt hindurch. Auch wieder eine schöne Fahrradstraße durch den Wald. Ich hoffe, dieser Reiher ist noch mit drauf. Zu sehen. Jetzt neben der Fahrradstraße. Also es ist ein Plattenweg, aber er lässt sich ziemlich gut befahren. Schlängelt sich ein kleiner Bach. Ich bin jetzt hier lang gefahren und komme jetzt nach Schönholz. Knotenpunkt 83 habe ich erreicht. Und hier gibt es die Parktour, die Otto-Lilienthal-Tour. Radrouten, historische Stadtkerne, die Tour Brandenburg. Und hier rechts geht's nach Klesen, Görne. Wo der jetzt hier hinfährt, weiß ich auch nicht. Naja, Naturpark Westhavelland, also richtig klasse. Und ich glaube, den Vogel, den man hier hört, das ist ein Pirol.
Ich weiß es aber nicht genau. Da kommen alte Kindheitserinnerungen wieder hoch an meine Campingurlaube mit meinen Eltern. Bis 1979 an der Mecklenburger Seenplatte. Also richtig schön, ja. Und Frösche. Klasse. So, ich habe jetzt fast 50 Kilometer und es ist 2:30 nachmittags. Weiter geht's. Ein Duft nach Holunder. Der steht hier in voller Blüte. Und die Bäume, die sind hier so bewachsen. Von unten her. Das sieht auch toll aus. Und es geht weiter. Ausstellungsstück. Heute ist leider geschlossen, aber mir reicht es auch, wenn ich die Lady Agnes von außen sehe. Genau. Und zwar wurde die Lady Agnes in einer spektakulären Aktion am 23. Oktober 1989
auf den Wiesen gelandet. Ja, dient jetzt als Museum und Standesamt. Die Landung kann man im Museum dort auf Video sehen, welches heute leider geschlossen hat. Gut, ich habe es gesehen, alle anderen sind vorbeigefahren. Hier ist sie, Lady Agnes. Dort oben sieht man, und dort oben sieht man die Gedenkstätte für Otto Lilienthal, der hier nach seinem spektakulären Flug zu Tode gekommen ist. Am Gollenberg. Und das geht weiter. Mein Gott, ich bin in Berlin. Am Fernsehturm. Das ist immer cool. Es scheint hier so ein kleines Museum zu sein, ein privates. Hier kann man vieles kaufen. Es gibt frische Eier für 2,50 Euro. Und diese ganzen schönen Sachen. Gehäkeltes Masken für 5 Euro. Getränke in der Kühlbox. Wo ist ja die Kühlbox? Ah, da. Getränke in der Kühlbox. Marmelade. Gehen wir noch mal gucken. Was gibt es denn hier noch in der Kühlbox? Eier und Wasser. Cool. Sehr schön. Wollen wir hier richtig zumachen? Ja? Ah. Das ist der Vorführeffekt. So, sehr schön. Und eine Ausruhbank gibt es auch. Aber ich muss weiter. Nur noch 10 Kilometer. Bis zum Ziel. Ersatzfahrrad gibt es auch. Genau. Weiter geht's. Schön hier in Stollen. Stollen ist der Ort der Fluggeschichte. Und hier gibt es auch einen Fluglehrpfad. Und einen Storch. Und auch wieder eine schöne Kirche. Aber ich muss noch weiter. Und das hier ist diese Lilienthal-Ausstellung. Aber ich habe es nicht so mit Ausstellung. Für mich geht es jetzt weiter. Also dieses Stölln ist schon, mein lieber Scholli, da gibt es einen Gasthof zum ersten Flieger. In dem Haus lag wohl der tote Otto Lilienthal nach seinem Absturz. Und eine Hypnosepraxis gibt es hier auch. Also, kommt nach Stollen. Lasst euch hypnotisieren. Für mich geht es jetzt hier hoch auf dem Radweg.
Hier am Knotenpunkt 3 haben sie das Schild der Tour Brandenburg geklaut. Ich fahre jetzt ein Stück den Havelradweg entlang und das sind noch 13 Kilometer bis Havelberg. So eine Deich-Hochwasserschutzanlage. Und weiter geht's. Storch. Scheint ein Greifvogel zu sein, der da oben auf dem Mast sitzt. Kann es leider nicht genau erkennen. Ist auf jeden Fall kein Storch. Sehr schöne Landschaft. Und die Tour Brandenburg geht jetzt gemeinsam mit dem Havelradweg zusammen. Zwar hier an der Straße, aber es ist nicht allzu viel Verkehr. Also hier muss ich einfach mal anhalten. Hier ist noch eine Hinweistafel vom NABU. Und ja, hier sieht man sehr schön, das kann man gar nicht so in der Natur jetzt erkennen, aber hier auf der Tafel, dass die Havel wieder durch ihre Altarme in die Flussaue strömt. Und da gibt es natürlich viele Tiere. Ja, zum Beispiel das eher seltene Blaukehlchen, Fischotter, Prachtlibellen,
Flussläufer, Flussuferläufer. Ja. Und hier kann man natürlich auch Wachtelkönige und Kraniche beobachten. Gerade hier auf der anderen Seite. Gänse. Oh, Kraniche gibt es auch, sehe ich. Jetzt kommt ein LKW. Also, das ist wirklich ein sehr schöne Hinweistafel. Jetzt wieder oft über die Havel und da sieht man die Altstadt von Havelberg.